die Verschmutzung unserer Mutter Erde. Geht nicht mehr. So. Also hat der Regisseur gesagt, Cut, ja. Mhm. Hier ist der Film zu Ende. Und hier steckt auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft drin. Wenn ich jetzt gerade gesagt habe, wir sind in der dritten Dimension, in der Dimension der Gegensatzpaare. Und ein Gegensatzpaar ist gut und böse. Ich sehe im Internet, dass mit den sogenannten Dunkelmächten, ich nenne mal Namen, Illuminaten und so weiter, ist ja alles schon aufgetaucht, wie dort mit denen umgegangen wird, dann muss ich sagen, dann bleibt das Ganze wirklich so in der dritten Dimension hängen. Da wird nämlich über Bestrafung, die werden beschimpft, die werden niedergemacht. Ja. Aber eine ganz wichtige Botschaft von mir ist, Leute, ich erinnere euch dran, es gibt einen gesunden Menschenverstand und den kann man benutzen. Wenn ich weiß, dass alles, was ich da draußen sehe, ein Aspekt von mir ist, wen kann und darf ich da bitte noch verurteilen? Mhm. Ich kann höchstens dankbar sein, dass diese Menschen diese Rolle für mich übernommen haben, dass ich die hier nicht spielen musste. Ne? Und wir werden, und das ist auch eine wichtige Botschaft, am Schluss bitte diese Dunkelmächte auch in Form einzelner Personen auf keinen Fall zu bestrafen haben, sondern wir werden sie erlösen, aus ihren Rollen erlösen. Und wir werden mit Vergebung arbeiten. Also ich denke es auch, es geht darum, einfach nur zu sehen, was ist und dann selber zu entscheiden. Also ich würde das nicht mehr machen, dass ich was weiß ich, Kinder folter oder gibt es ja alles. Ne? So aber nicht sagen, die müssen jetzt alle ins Gefängnis oder Schwanz haben, weil das ändert nichts, das setzt wieder neue Verwerfungen in Gang und das verbessert eigentlich nichts. Eben. Also einfach sehen, das gibt's oder gab's oder es hört auf, wenn wir es angucken und sagen, okay, wir wollen das nicht mehr. Ganz genau. Ne? Und alle Prophezeiungen sagen, dass wir von einem Tag auf den anderen aus diesem egoistisch-materialistischen Denken rausgehen. Also das ist schon dieser eine. Es gibt ja Leute, ich bin da auch immer am Zweifeln. Ich sage auch manchmal, ja, ich glaube nicht, dass das ein so ein Tag ist, wo auf einmal schnipp alles anders ist, weil das ist so ein Prozess. Aber es gibt, du meinst schon, ist das dieser 21. Dezember? Oder? Ja, also ich stelle mich nicht auf die gleiche Meinung wie der Strübing beispielsweise, der sagt, da wird der Schalter zur Erleuchtung umgelegt. Mhm. Aber ich sage, es ist eine Möglichkeit. Ja, eben. Ein Bewusstsein, schau mal, ein Sprung ist immer was Schnelles. Ich kann nicht langsam hoch ausspringen, das geht nicht. Also es ist immer von einem Bewusstseinssprung die Rede. Und ich vermute, dass das über Sonnenaktivitäten ausgelöst wird, die dann staccatoartig die ganze Erde erfassen. Ja. Und dann ist die Frage, wie geht der Einzelne damit um? Also ich stelle es mir so vor, dass diejenigen, die schon, sage ich mal, sich vorbereitet haben und sich mit befassen, die sich bewusst sind, die aufwachen, wie immer man es bezeichnen will, sich ihrer Göttlichkeit im Grunde schon bewusst sind, soweit das mit dem Verstand möglich ist, dass die es möglicherweise dann gut aushalten können und sagen, es ist toll, die Sonne, die strahlt ja herrlich. Und andere, die vielleicht noch sich über ihren Beruf und ihr Auto und ihr Ego definieren, die werden möglicherweise dann große Probleme haben, weil sie sagen, das funktioniert alles nicht mehr. Richtig, und die werden ganz große Augen machen, aber die Endaussage in meinem Vortrag ist immer, und da wiederhole ich mich auch gerne, es wird etwas Wundervolles passieren. Ja. Auch für die. Auch für die, natürlich, ja. Ich beziehe mich nochmal auf Timothy Geary, der ja damals in den USA in Zuchthäuser gegangen ist und den wirklich allerschlimmsten Jungs LSD gegeben hat. LSD ist ja eine bewusstseinserweiternde Droge. Und die konnten de facto zu 77% resozialisiert werden. Einfach dadurch, dass sie erkannt haben, was sie da gemacht haben. Ja, die sind da gestanden. Das kann ich nicht gewesen sein. Um Gottes Willen, schrecklich. Einsicht. Ja. Und genau das passiert ja dann mit den sogenannten Dunklen. Ne? Nochmal, das ist keine Wertung, ist einfach nur ein. Das ist ein Aspekt immer unter diesem Blickwinkel des Aspektes von mir. Ja? Die gehen auch durch diese Bewusstseinsentwicklung. Gut, wie du sagst, was jeder Einzelne damit macht, könnte man vielleicht noch als Frage im Raum stehen lassen. Auf jeden Fall ist mir ganz, ganz wichtig, dass mein Vortrag Hoffnung macht und nicht Angst. Ja. Wir haben keinen Grund zur Angst, nicht? Angst ist ja auch so ein dreidimensionales Teil. Ja. Ja? Das entsteht immer nur hier, in der Kalotte da oben. Und das wird auch verschwinden. Ja? Ich gebe in diesem Vortrag auch einen Ausblick auf unsere neue Sozietät. Also die neue Gesellschaft, die wir gründen werden, den neuen Garten Eden, sage ich mal,
Denn wir haben den Auftrag dazu. Wir sind übrigens die, auf die wir gewartet haben. Ja? Also wir brauchen nicht da und dort gucken. Ja? Wann kommt der Erlöser? Eben. Der kommt nicht, wir sind es selber. Ja, der Christus muss in uns wiedergeboren werden. Das ist ganz wichtig. Ja? Wir werden also diese neue Gesellschaft bilden. Aber diese neue Gesellschaft in der fünften Dimension, nochmal der Unterschied, ne? Dritte Dimension, Dimension des Egos, der Trennung. Fünfte Dimension, die Dimension der Liebe. Wir werden viel feinstofflicher, ja. Und es ist eine Dimension reiner Liebe. Ne? Und die indigenen Völker, also die Ältesten der Maya, sagen beispielsweise, wir gehen jetzt in die fünfte Welt. Die reden auch schon von neuen Dimensionen, wie Burkhard Heim das ja dankenswerterweise auch errechnet hat. Ja. Wir gehen in die fünfte Welt mit den beiden Welten, also der ersten bis vierten und der sechsten bis neunten, beiden Welten neben uns, ja, das ist die perfekte Balance im Universum. Ja. Nun weiß ja keiner, wie sich das anfühlt, die fünfte Dimension. Meinst du, ist das, was du mit diesem Nahtoderlebnis hattest, dass das sowas ist, wie wir uns dann eventuell fühlen, dass wir also wirklich uns verbunden fühlen mit den Pflanzen, mit der Erde, mit der Sonne? Also, sowas? Oder wie, also ich tue das schon seit meiner Kindheit, von daher kann ich ganz gut nachvollziehen, wie sich das dann anfühlen kann, auch durch das Nahtoderlebnis natürlich, ja. Aber ich glaube, das kann jeder Mensch für sich schon ein Stück weit nachempfinden, wenn er vollkommen unter der Frequenz von 8 Hertz im Gehirn und im Herzen ist. 8 Hertz im Herzen bedeutet den Zustand bedingungsloser Liebe. Ja. Und 8 Hertz im Gehirn ist ja der Zustand der Meditation. Die meisten Menschen kommen natürlich im Alltag nicht dazu, weil sie sich ständig, wir lenken uns quasi selber ständig ab und werden abgelenkt, aber wie gesagt, das ist ein Aspekt von uns selber, aber mir ist auch immer wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, uns wirklich mal zu sagen, okay, setz dich mal hin oder leg dich mal hin, entspann dich mal, lass mal den Alltag weg und guck mal, was da noch ist und wir haben eben, also ein Mensch hat, das, es gibt ja möglicherweise Wesenheiten, die das Herz nicht so haben wie wir, kann man sich vielleicht vorstellen, aber noch, okay, aber wir Menschen auf alle Fälle haben die Fähigkeit, wir können es spüren. Was ist da noch, also es ist auch so, wenn dieser Tag da ist, dann ist nicht auf einmal alles sofort gut, sondern dann müssen wir die Welt eben entsprechend verändern. Also es ist nicht gleich alles. Wir werden mit unserem neuen Bewusstsein etwas Neues erschaffen. Ja. Das ist ganz klar. Denn es ist ja auch nicht im Sinne der Schöpfung, was mit unserer DNA irgendwann mal passiert ist und mit unserem Gehirn irgendwann mal passiert ist. Wir haben in jedem Zellkern jetzt über Jahrtausende eine Zweistrang-DNA gehabt, aber 97% Junk-DNA, die da völlig funktionslos im Zellkern rumfliegt. Das kann nicht der Sinn der Schöpfung sein. Da ist irgendwas manipuliert worden. Ja, ja. Erzähle ich auch was im Vortrag. Ja? Und auch, dass wir nur 4-8% unseres Gehirns nutzen, ist nicht im Sinne der Schöpfung. So, und die beiden Anteile werden aber jetzt auch wieder nach oben korrigiert. Das heißt, wir werden wieder eine 12-Strang-DNA bekommen. Das kann man übrigens jetzt schon beobachten, wie das in den Menschen passiert, in den Zellkernen, dass sich wieder zusätzliche DNA-Stränge bilden. Und wir werden unsere 100%ige Hirnkapazität zurückhaben. Das heißt, wir werden in einen Selbsterkenntniszustand kommen, der uns selbst wieder als Götter empfinden lässt. Ja? Oder als vollbewusste Gottessöhne sozusagen empfinden lässt. Und das wird keinen Raum mehr für Negatives lassen. Ja? Das heißt, es werden mit Sicherheit, ich vermute wirklich Ende diesen Jahres, ganz viele menschengemachte Systeme gegen Müll gefahren. Ja. Wir wissen ja, die Medizin zerstört die Gesundheit, die Justiz zerstört das Recht und die Kirchen zerstören die Spiritualität und so weiter. Diese menschengemachten Systeme werden auf Null gefahren. Also wir werden dann möglicherweise an einem Tag nicht mehr zu Aldi gehen können und zu Lidl und unser Essen kaufen und dann abends vor dem Fernseher hocken und dann Dschungelcamp gucken, das wird dann alles nicht mehr... Ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber die Sachen gibt es ja. Ja, das wird sich mit Sicherheit ganz, ganz... Das wird dann alles weg sein und dann müssen wir natürlich sehen, wie gehen wir damit um. Das kann natürlich dann erstmal ein Schock sein, wenn man sagt, wieso funktioniert mein Fernseher nicht und warum ist mein Kühlschrank leer. Aber das kann ja auch sehr heilsam sein. Also ja, ich glaube auch, dass wir jetzt Mitte Juni schon mal ich nenne es mal freundlich, einen Schuss vor den Bug von der Sonne bekommen. Ich beobachte die Sonne jeden Tag und jetzt kommt gerade eine aktive Region nach vorne, die so groß, das habe ich noch nie gesehen, ja, so riesig. Und ich denke, wenn die explodiert, dann kriegen wir mal vorsichtig ausgedrückt einen kleinen Tritt im Hintern.
wahrscheinlich schon wieder mal mit Stromausfällen. Ja? Mhm. Und was passiert dann? Die Menschen können über solche Situationen, wenn beim, wie du sagst, Lidl die Türen nicht mehr aufgehen, kein Bankomat mehr funktioniert, vielleicht die Elektronik meines Autos versagt, kein Fernseher, kein Telefon mehr geht, mhm. dass wir uns wieder daran erinnern, dass wir ein Kollektiv sind und dass wir uns gegenseitig wieder helfen. Ja. Das ist vielleicht auch mal sehr heilsam, so eine Erfahrung auf alle Fälle. Ich sage auch, dieser ganze Dimensionswechsel, ja, ich habe ja den Untertitel Entfaltung, die Entfaltung des Wunders auch für den Vortrag. Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Es sind uns im Grunde genommen in allen Prophezeiungen nur sehr positive Sachen gesagt worden. Gut, wenn etwas Neues kommen soll und etwas Altes gehen muss, dann rumpelt's. Das ist ganz klar. Also wenn alte Häuser zusammenstürzen, dann rumpelt's. Das ist ganz klar. Und es gibt ja unendlich viele alte Paradigmen, die hier mal vom Tisch müssen. Ja. Ganz klar. Aber in Wirklichkeit wird etwas Wundervolles passieren und das wird immer die Kernaussage sein und bleiben. Und alle Weltuntergangspropheten, die meinen, dass es eine Göttlichkeit zulässt, dass hier wirklich nur Zerstörung und Untergang stattfindet, die sollen sich mal schlafen legen, solange die werden dann auch eines Besseren gelehrt werden. Es gibt ja diese Elite, die sozusagen Bunker baut, unterirdische riesige Städte, die meint, sie muss irgendwo sich verkriechen, wenn diese Kataklysmen kommen, damit sie das überlebt. Aber das ist natürlich völlig krankes Denken. Ne? Erstens und zweitens, diese dunklen Eliten planen ja auch einen Genozid. Die planen ja eigentlich auch Zerstörung. Ja, aber das kriegen auf die Finger. Nie vergessen, das sind unsere Brüder und Schwestern. Ja. Das sind Aspekte. Also nicht bewerten, das ist einfach, ich meine, wir haben ja alle diese Aspekte auch irgendwo. Wir denken auch manchmal, vielleicht brauche ich mir doch einen Bunker besser im Garten oder ich werde mir meine Vorräte anschaffen und wenn dann jemand kommt, es gibt ja Leute, die sagen das dann, wenn dann jemand kommt und will an meine Vorräte, dann lege ich mir schon mal ein Gewehr bereit. Also das sind natürlich alles auch Aspekte von uns, aber das zu sich bewusst zu machen, ist mir immer ganz wichtig, dass man sagt, nein, wenn wir damit anfangen, dass wir uns ein Gewehr anlegen, weil uns vielleicht dann die Leute dann um die Vorräte da angehen, dann haben wir natürlich, schaffen wir uns genau das gleiche wieder. Das ist noch 3D-Denken, das ist ganz klar. Ja. Also wir sind Schöpfer, du hast gesagt, wir sind göttlich, dann sind wir auch eigentlich auch Schöpfer. Ja. Sind wir jetzt, können wir jetzt schon erschaffen? Oh ja, das kommt nur nicht so schnell uns wieder zu Gesicht, ja, weil in der dritten Dimension alles sehr langsam läuft. Ja. Aber wir werden kein Karma mitnehmen in dem Sinne. Das wird in diesem Leben, gibt es Instant Karma, nenne ich das ja. Also wenn wir jetzt irgendwas Negatives erschaffen, kommt es immer sehr schnell zurück. Schöpfer waren wir schon immer, das wissen wir bewiesen seit der Entdeckung der Photonen. Ja, jeder deiner Gedanken kommt in der gleichen Sekunde am Ende des Universums an und erschafft qualitativ und quantitativ auch das, was drin enthalten war. Einer meiner begnadetsten spirituellen Lehrer, das war Daskalos, einer der großen Heiler des letzten Jahrhunderts aus Zypern, der hat immer zu seinen Schülern gesagt, bitte setzt euch abends mal eine Minute hin und überlegt euch, welchen Gedanken hätte ich halt besser nicht gedacht. Ja. So, und dann fängt man an, sich zu ertappen.